Hi ho, meine Freunde, herzlich willkommen hier beim Capital One Cup. Natürlich das Finale im Wembley Stadium und natürlich wieder der FC Chelsea gegenüber. Wir haben 7-2 gewonnen, Chelsea hat 6-1 gewonnen, insgesamt natürlich in den letzten Spielen. Das ist auf jeden Fall verdient, dieses Finale für beide Mannschaften. Und wir sehen hier beide in Bestbesetzung, wobei man beim FC Chelsea auch einen Marin sieht. Warum auch immer ein Marco Marin das zentrale Mittelfeld bestimmt, das weiß ich nicht. Aber spielt ja auch keine Rolle. Wir wollen hier auf jeden Fall gewinnen. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall die Qualität dazu, dieses Spiel wirklich auch für uns entscheiden zu können. Mit Aubameyang, Sturridge und Ibrahimovic vorne haben wir wirklich drei herausragende Stürmer. Vor allem eben Sturridge und Aubameyang sind ja auch die besten Torjäger in der Premier League. Von daher sollte, was das angeht, keine Gefahr bestehen, dass wir irgendwie zu schlechte Stürme hätten oder sowas. Deswegen sehen wir hier schon, wie Aubameyang auf dem linken Flügel rumflitzt. In die Mitte zieht. Den Mitspieler sieht und der Ball im Netz landet. Super gespielt. Schön gemacht, hier den Ball reingespielt. Sturridge kriegt da noch den Kopf dran. Und Cech, den wir ja verpflichten wollten, aber der irgendwie nicht mehr geantwortet hat auf die Anfrage, kann den Ball nur noch hinterher schauen. Drittes Tor im Capital One Cup. Und was für ein Einstieg hier in dieses Spiel. Modric passt ja gut auf. Aber Chelsea sollte man natürlich nicht unterschätzen. Die können jederzeit wieder angreifen und auch immer ein Tor schießen. Das ist ja das. Mit Diego Costa haben sie wirklich einen herausragenden Stürmer in ihren Reihen. Aber den haben wir mit Ibrahimovic zum Beispiel eben auch. Jetzt gute Kombination. Matic. Azpilicueta. Aber Modric geht dazwischen. Mit ein paar schnellen Kombinationen sind wir auch wieder schon vorne. Aber Aubameyang bleibt da hängen. Und jetzt ist Marco Marin da. Eriksen geht wunderbar dazwischen. Ball zu weit für Ibrahimovic, der sich auch noch beweisen muss, dessen Zukunft beim FC Liverpool natürlich auch noch offen ist und wer weiß, wie lange er noch spielt. Und solange wir noch Geld für ihn kassieren könnten, würden wir dieses auch gerne noch kassieren. Aber jetzt erstmal hier, erste Chance der Blues durch Eden Hazard. Modric stark. Sehr zweikampfstark heute und sehr defensiv auffällig. Ein Fehlpass. Das darf natürlich nicht sein. Das wird schnell mal bestraft mit einem guten Konter oder vielleicht sogar einem Gegentor. Jetzt gut kombiniert. Diego Costa. Willian. Matic. Und dann ist der Ball draußen. Sollen das Spiel also mal ein bisschen beruhigen hier. Unser Spiel hier so ein bisschen durchziehen. Eriksen auf dem Flügel. Ah. Gibt ihm mal noch einen Eckball. Carvajal wird sie in den Strafraum schlagen.
Kommt zu Hummels, der kriegt nicht mal den Kopf an den Ball. Und jetzt ist die Kontermöglichkeit da. Gut wieder aufgepasst von Carvajal. Ibrahimovic. Kein guter Schuss, kein Problem für Peter Cech. So, ja, gut von Moreno hier vom Ball getrennt. Ran macht es hier auch klasse. Aber der Ball ist auf jeden Fall noch heiß. Marco Marin. Super gemacht. Oh, Fehlpass. Alaba geht dazwischen. Wieder ein Fehlpass. Noch vor der Mittellinie ein Fehlpass. Das ist überhaupt nicht gut. Im Aufbauspiel den Ball wieder zu verlieren. Das lädt den Gegner natürlich zu gefährlichen Kontern ein. Wie jetzt hier, Willian. Legt ab. Hazard. Ramirez. Azpilicueta. Wieder Azpilicueta. Ramirez. Was machen sie da? Im Strafraum. Matic, aber Mandanda. Mondonda. Mandan. Ja, super Parade jedenfalls. Und zur Pause können wir das 1-0 halten. Ich hoffe doch. Mondonda haut den Ball hier erstmal raus. Das war's mit der ersten Halbzeit. Wir führen immer noch mit 1-0. Wir sollten schnellstmöglich ein zweites hinterherlegen. Sonst könnte das auf jeden Fall noch ganz, ganz schwer werden. Ich probiere jetzt mal ein 4-3-3 aus. Ich möchte das hier so ein bisschen breiter machen, das Spiel. Dass Ibrahimovic sich so ein bisschen hängen lässt und die anderen dann da vorne agieren. Dann nehmen wir Alaba mal raus. Bringen dafür Henderson. Cuadrado. Ne, Cuadrado lassen wir erstmal draußen. Ja, spielen wir mal so weiter. Gut gemacht. Aber der Ball ist noch heiß. Willian. Abseits, Marin. Gut gemacht. William. Versuchen es immer wieder über die Flügel irgendwelche Akzente zu setzen. Und das gelingt ihnen auch oft. Aber jetzt haben wir es mal gut unter Kontrolle bekommen hier. Und das war dann eine Meinungsverschiedenheit. Schön gemacht. Julian dann mit dem schwachen Fuß und Fabregas ersetzt jetzt Marin, der ein bisschen blass geblieben ist. Oh, Ibrahimovic. Ibrahimovic, Tor! Stibitzt da den Ball. Und macht das 2-0. Und jetzt können wir wechseln. Jetzt können wir nochmal die Position da ausfüllen. Bringen wir Matip nochmal rein. Für Hummels, der nicht mehr wirklich kann. Und Star. Nee, Aubameyang bringen wir auch raus. Für Cuadrado.
ganz wichtiges Tor hier. Gut gemacht hier, den Ball abgelaufen und dann den Ball unten links versenkt. Gut gemacht von Daniel Sturridge. William. Daran, super gesehen. Eden Hazard macht das gut, hat jetzt viel Platz und wird von Eriksen hervorragend abgegrätscht. Das war ein böses Foul. Von hinten rein. Da wollte Costa natürlich nur zum Ball, aber das war trotzdem ziemlich doof. Und gibt dafür auch die gelbe Karte. Super Ball auf Cuadrado, aber ein bisschen zu scharf gespielt. Und jetzt Aguero darf sein Glück versuchen gegen unsere Defensive. Oh, Varane macht ein klasse Spiel. Und jetzt Eriksen sieht da unten noch Sturridge mitkommen. Sturridge, das ist die Entscheidung. Die Entscheidung. Viertes Tor im Capital One Cup. Er macht den entscheidenden Treffer. Eriksen aber auch mit einem super Auge für den Mitspieler, macht das hervorragend. Und jetzt Ibrahimovic kann die Blamage perfekt machen. 4-0. Das soll's gewesen sein. Jetzt wird es schon deutlich, jetzt wird es aber auch schon zu hoch, könnte man sagen. Chelsea schmeißt jetzt natürlich alles nach vorne. Müssen sie ja, sonst kommen sie ja nicht mehr zu Toren. Aber dafür nehmen sie eben auch eine lückenhafte Defensive in Kauf. Und die bringt halt eben mal das ein oder andere Gegentor. Ivanovic. Henderson. Weltklasse gemacht. Ah, schade. Vielleicht doch noch der Ehrentreffer für die Blues. Hazard. Spielt auf Aguero und er kommt dann nicht mehr an den Ball. Aber es ist noch heiß. Nee. Das war's. Das müsste es eigentlich gewesen sein für heute. Oh, nee, da ist er noch. Aguero mit dem Ehrentreffer.
Aber das wird jetzt auch keinen Unterschied mehr machen. Ja, Sturridge geht hier nochmal in den Zweikampf, gibt vielleicht noch eine gelbe Karte. Und die gibt's. Aber naja, das Spiel ist auf jeden Fall entschieden. Ja, wir sehen jetzt gleich eine schöne Meisterfeier und ich verabschiede mich schon mal. Bis dann und ciao. Natürlich keine Meisterfeier, sondern eine Pokalfeier. Bis dann.